Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist das dritte Video zum Thema Leitungsdimensionierung. Im ersten Video zu diesem Thema habe ich eine ganz einfache Situation angenommen, die ich gleich nochmal reflektieren werde. In diesem Video werde ich diese sehr einfache Situation etwas verändern, indem ich eine erhöhte Umgebungstemperatur annehme. Dabei wird dann der Faktor F1 aufgrund dieser erhöhten Umgebungstemperatur zu ermitteln sein, der manchmal auch K1 genannt wird in manchen Tabellenwerken oder auch manchmal einfach nur Faktor. In diesem Video werde ich dann erläutern, wie man diesen Faktor berücksichtigen muss, um am Ende zum richtigen Ergebnis, sprich zum richtigen Leitungsquerschnitt bzw. zur richtigen Sicherung zu kommen, wenn denn die Umgebungstemperatur gegenüber der einfachen Ausgangslage erhöht ist. Zunächst also erstmal die Reflexion der alten, sehr einfachen Aufgabe. Dabei ging es um einen Mini-Durchlauferhitzer mit einer Anschlussleistung von 3,5 kW, der an eine 5 Meter lange Leitung angeschlossen ist. Die Leitung wird einzeln in einem Elektroinstallationsrohr in einer Wand verlegt. Dabei war dann die Frage, welcher Leitungsquerschnitt hier mindestens zu wählen ist und mit welcher Sicherung, also mit welchem Bemessungswert der Sicherung, diese Leitung höchstens abgesichert werden darf. Dazu war zunächst der Betriebsstrom zu ermitteln. Der ist ja ganz einfach zu ermitteln, indem ich die Leistung durch die Spannung teile und somit hier auf 15,22 Ampere komme. Dann war aus der Angabe nämlich, dass die Leitung in einem Elektroinstallationsrohr geführt wird, die Verlegeart zu ermitteln. Das war hier B2. Dazu musste man in diese Tabelle schauen, um die Verlegeart zu ermitteln. Anschließend geht man mit dieser Information in eine weitere Tabelle. Dort bei B2 zwei belastete Adern, weil es sich um eine Wechselstromleitung und nicht um eine Drehstromleitung handelt. Dann wären es nämlich drei belastete Adern. Ich schaue also hier nach bei B2 zwei belasteten Adern und finde nun, dass eine 1,5 Quadratmillimeter starke Leitung einen Strom von 17,5 Ampere verträgt, so will ich das jetzt mal ausdrücken, und somit mit 16 Ampere abgesichert werden kann. Die Strombelastbarkeit, das ist der Wert, den die Leitung hier aushält, ist 17,5 Ampere, führt also hier zu dem Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter, der mit einer Sicherung von 16 Ampere Bemessungswert abgesichert werden kann. Um das Ganze aber endgültig festzuzurren, muss dann noch der Spannungsfall überprüft werden. Dazu war dann diese Formel rauszusuchen aus dem Tabellenbuch. Ich gehe hier nicht nochmal näher auf die Formel ein. Und hier komme ich dann auf einen Spannungsfall von 1,9 Volt. Der liegt unterhalb von 3% von 230 Volt, also unterhalb von 6,9 Volt. Und somit war in diesem Fall klar, dass hier tatsächlich mit einem Leitungsquerschnitt von 1,5 Quadratmillimetern und einer Sicherung von 16 Ampere gearbeitet werden konnte. Diese sehr einfache Situation verändere ich nun. Es bleibt also zunächst mal bei dem Mini-Durchlauferhitzer mit 3,5 kW. Wieder an der 5 Meter langen Leitung, wieder auf die gleiche Verlegeart installiert. Aber die Umgebungstemperatur beträgt nun 60 Grad Celsius. Wieder stellt sich nun die Frage, welcher Leitungsquerschnitt mindestens gewählt werden muss und mit welchem Bemessungswert die Sicherung höchstens versehen werden darf. Also mit anderen Worten, welchen Wert darf die Sicherung maximal haben? Zum Einüben dieser Situation rate ich Ihnen natürlich dringend, dass Sie Ihr eigenes Tabellenbuch benutzen. Ich benutze die hier abgebildete Tabelle. Die Referenz sehen Sie hier. In diesen Unterlagen, die ich jetzt nur ausschnittsweise zeige, wurde der Umrechnungsfaktor als K1 bezeichnet und nicht als F1. Das geht also durchaus durcheinander in der Fachliteratur. Häufig, wie bereits gesagt, wird der Faktor auch einfach nur als Faktor bezeichnet, ohne Nummerierung. Ich bin nun davon ausgegangen, dass ich eine Leitung benutze, die eine Temperatur von 90 Grad Celsius verträgt. 70 Grad Celsius ist mir zu knapp an den 60 Grad Celsius Umgebungstemperatur, deshalb bin ich hier auf 90 Grad ausgewichen. Auffällig ist bei dieser Tabelle übrigens, dass der Wert von 30 Grad Celsius in dieser Spalte nicht steht. Das liegt daran, dass bei 30 Grad Celsius der Umrechnungsfaktor 1 wäre, also dann quasi nicht wirksam ist. Und somit ist auch klar, dass hier davon ausgegangen wird, dass eine Umgebungstemperatur von 30 Grad Celsius der Normalfall ist. Nun schaue ich also in dieser Tabelle nach. Bei dieser Leitung
beträgt der Umrechnungsfaktor, wenn denn die Umgebungstemperatur 60 Grad Celsius besteht, 0,71. F1 ergibt sich also hier mit dem Wert 0,71. Um die Handhabung dieses Korrekturfaktors zu verstehen, muss ich nun nochmal diese beiden theoretischen Ströme IR und IZ betrachten. Ich nenne diese beiden Ströme theoretisch, da sie tatsächlich niemals wirklich zum Fließen kommen. Es sind abstrakte Größen. IR ist der Bemessungswert der Strombelastbarkeit. Das ist das, was die Leitung aushält, wenn keine Korrekturfaktoren ins Spiel kommen. IZ ist die zulässige Strombelastbarkeit der Leitung. Das ist also der Stromwert, den die Leitung dann aushält, wenn ich korrigieren muss. Wie das bei uns im Beispiel ja der Fall ist, weil die Leitung eben nicht bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius in der Umgebung, sondern bei 60 Grad Umgebungstemperatur betrieben wird. Ich werde gleich aus einer Tabelle den Wert IR heraussuchen. Den kann ich also an dieser Stelle als bekannt voraussetzen. Und von diesem Wert IR komme ich nun über die Korrekturfaktoren auf die wahre Strombelastbarkeit, die in dieser Situation gegeben ist. F1 ist der Korrekturfaktor für die erhöhte Umgebungstemperatur. F2 ist der Korrekturfaktor für die Häufung von Kabeln. Den setze ich hier als 1, der spielt also keine Rolle. F3 ist der Korrekturfaktor für den Fall, dass mehr als 3 belastete Adern in einer Leitung vorkommen können. Und F4 ist der Korrekturfaktor für Oberschwingungen. Diese drei letztgenannten F2, F3 und F4 kann ich hier als 1 annehmen, die spielen hier also keine Rolle. Ich werde also gleich hergehen, den Wert IR aus einer Tabelle suchen und diesen Wert dann mit Hilfe des Korrekturfaktors 0,71 auf den Wert IZ herunterrechnen. Diese Formel, die Sie hier sehen, findet man in manchen Dokumenten auch auf diese Art und Weise angegeben. Das ist aber tatsächlich nichts anderes als diese Formel. Sie sollten sich davon also nicht abschrecken lassen. In der kleinen Tabelle, die ich im einführenden Beispiel nochmal wiederholt habe, war an dieser Stelle IZ angegeben. Das war auch insofern in Ordnung, als dass in dem Beispiel IZ gleich IR war. Dann ist es ja egal, ob ich hier IZ oder IR einsetze. Besser ist jedoch, wenn hier IR eingesetzt wird. Und so ist es in den meisten Tabellen auch der Fall. Es gibt auch Autoren in der Fachliteratur, die es als Fehler bezeichnen, wenn hier IZ eingesetzt wird. Also hier gehört streng genommen IR hinein. Deshalb habe ich das hier entsprechend auch ausgewechselt. Zur konkreten Umsetzung des Faktors F1, der hier als einziger eine Rolle spielt, gibt es mehrere Vorgehensweisen, auch mehrere Denkweisen, wie man daran gehen kann. Ich stelle hier nur eine Denkweise vor. Ich muss nun zunächst wieder nach der Verlegerart schauen, die hat sich nicht geändert, das ist nach wie vor B2. Ich habe nach wie vor eine dreiadrige Leitung, in der sich 2 belastete Adern befinden. Ich muss also wieder in dieser Spalte nachsehen. Ich sehe nun in diesem Fall, dass eine 1,5 Quadratmillimeter starke Leitung einen Bemessungswert der Strombelastbarkeit IR von 17,5 Ampere hat. Also wenn nichts Besonderes passiert, wenn keine Korrekturen vorgenommen werden müssen, verträgt diese Leitung 17,5 Ampere und kann mit 16 Ampere abgesichert werden. Bevor ich nun konkret diese Formel anwende, möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Strom des Durchlauferhitzers, wie oben gezeigt, 15,22 Ampere beträgt. Er muss daher mindestens mit 16 Ampere abgesichert werden. Was anderes bleibt ja gar nicht übrig. Also die Sicherung muss mindestens einen Bemessungswert von 16 Ampere haben. Die Leitung muss daher aber auch mindestens eine Strombelastbarkeit von 16 Ampere aufweisen. Sie muss also 16 Ampere mindestens aushalten können, da sie ja nun auch mit 16 Ampere abgesichert wird. Nehme ich nun diese Formel, wie ich sie ja bereits oben erläutert habe, streiche dort die Faktoren F2, F3 und F4 raus, weil sie hier keine Rolle spielen, sieht die Formel so aus, wie wir sie hier sehen. Sie wird hier mit einem konkreten Wert umgesetzt. Nun schaue ich mir der Reihe nach verschiedene Werte aus der Tabelle an. Zunächst schaue ich nach dem Leitungsquerschnitt 1,5 Quadratmillimeter.
In diesem Fall beträgt der Bemessungswert der Strombelastbarkeit 17,5 Ampere. Diesen Wert habe ich also abgelesen aus der Tabelle. Diesen Wert habe ich multipliziert mit dem Korrekturfaktor 0,71. Dabei kommen 12,4 Ampere raus. Diese Leitung hält also unter diesen Umständen nicht 17,5 Ampere aus, sondern nur 12,4 Ampere, weil eben die Umgebungstemperatur erheblich höher ist als 30 Grad Celsius. Da ich aber die Leitung mit mindestens 16 Ampere absichern muss, kann ich diese Leitung mit dem Leitungsquerschnitt 1,5 Quadratmillimeter nicht mehr installieren, denn sie hält ja nur 12,4 Ampere aus. Und damit scheidet der Leitungsquerschnitt von 1,5 Quadratmillimetern aus. Nun wechsle ich auf den nächstgrößeren Leitungsquerschnitt, das sind 2,5 Quadratmillimeter, schaue wieder in die Tabelle und sehe nun in der Tabelle, dass bei einem Leitungsquerschnitt von 2,5 Quadratmillimetern der Bemessungswert der Strombelastbarkeit 24 Ampere beträgt. Diese 24 Ampere habe ich nun hier wieder mit dem Korrekturfaktor 0,71 multipliziert. Dabei kommen 17,04 Ampere raus. Das heißt, diese Leitung verträgt trotz der erhöhten Umgebungstemperatur mehr als 16 Ampere, mit denen ich sie absichern kann. Und damit ist 2,5 Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt hier verwendbar. Ich darf jetzt allerdings nicht auf die Idee kommen, weil ich hier mit 2,5 Quadratmillimeter arbeite und hier ein Sicherungswert von 20 Ampere angegeben wird, diese Leitung auch mit 20 Ampere abzusichern. Denn durch den Korrekturfaktor beträgt ja der Wert, den die Leitung wirklich verträgt, das ist ja der Wert IZ, nur 17 Ampere. Obwohl ich mit 2,5 Quadratmillimetern Leitungsquerschnitt arbeite, darf ich trotzdem nur mit 16 Ampere absichern. Die 20 Ampere Sicherung scheidet hier aus. Somit sind für diesen Fall die entscheidenden Fragen fast alle beantwortet. Ich möchte noch einmal auf diese Ungleichung hinweisen, die hier ganz einfach zu verstehen ist. Die muss ja immer eingehalten werden. Der Betriebsstrom mit 15,22 Ampere muss niedriger oder gleich dem Bemessungswert der Sicherung sein. Das sind hier die 16 Ampere, die wir gerade gewählt haben. Und der Wert der Sicherung muss wiederum kleiner sein als die Strombelastbarkeit der Leitung, die wir mit 17,04 Ampere ermittelt haben. Damit ist diese Bedingung erfüllt. Schließlich ist noch der Spannungsfall zu überprüfen. Dazu ist wieder die bereits oben angeführte Formel anzuwenden. Ich setze hier natürlich nun 5 Meter Leitungslänge an. Ich setze einen Querschnitt von 2,5 Quadratmillimetern ein und den Sicherungswert und komme hiermit auf einen Spannungsfall von 1,152 Volt, der nun weit unter den geforderten 6,9 Volt liegt. Und damit ist diese Bedingung natürlich erfüllt. Und ich bin mir nun sicher, dass in diesem Fall die 2,5 Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt und die Sicherung von 16 Ampere eingesetzt werden dürfen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema näher bringen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.